So, da sind wir bei dem nächsten Tipp für euch, beziehungsweise was heißt Tipp? Ich bin im Prinzip selber auf der Suche nach dem Händler, aber eins kann ich euch schon mal sagen, er ist nicht in jedem Schwarzwaldgebiet versteckt. Weil ich habe jetzt schon öfters gelesen oder so einfach simpel wirklich gelesen, ja, irgendwo im Dunkelwald wird er schon sein, beziehungsweise jetzt Schwarzwald. Aber hier in unserem Schwarzwald haben wir jetzt noch keinen gefunden. Ich habe jetzt hier noch einen neuen Schwarzwald gefunden und werde euch jetzt einfach mal mitnehmen und vielleicht finden wir ihn ja sogar zusammen. Also bis jetzt ist halt nur bekannt, er ist auf jeden Fall im Schwarzwald, aber mehr eigentlich auch nicht. So, ich stelle mal gerade hier meinen Boost ein. Noch schnell was zu essen. In die Kiemen hauen. Dann würde ich sagen, düsen wir hier einfach mal durch. Wie gesagt, der Händler soll recht gut sein, weil man kann halt endlich mal seine ganzen Münzen abgeben. Also wir haben, also meine Frau und ich, für alle, die jetzt komplett neu sind bei mir auf dem Kanal, wir sind halt wirklich schon in Anf Oh, jetzt finde ich ihn toll. Ah ja, war ja klar. So, wie ist das, wenn ihr den Händler gefunden habt? Ihr müsst in Anführungszeichen den Händler noch nicht wirklich ansprechen. Er wird euch nämlich einfach auch auf der Map weiter angezeigt. Nämlich mit einem kleinen Beutelsymbol. Also auch wenn er jetzt links vor mir wäre und ich würde ihn nicht angucken, nicht anklicken, nix. Man wird ihn dann aber auf der Map spätestens sehen. Aber wie es aussieht, hier ist nämlich glaube ich auch wieder nichts. Ich will ihn jetzt einfach finden. Am besten natürlich mit euch dabei. Ich gehe jetzt hier einfach wirklich alles ab. Ich hoffe nur, dass ich gleich nicht wirklich 100.000 Leute bei mir habe. Sieht nämlich gerade nicht so gut aus. Aber ich sage ja, Bronzeschwert, Bronze, Schild, alles ist da. Nur die Rüstung ist vielleicht schon ein Tick zu schwach. Aber da hatte ich eben schon mal ein Video gemacht, was die Schurkenausrüstung betrifft. Was denkt ihr? Ist die Schurkenausrüstung die bessere oder schlechtere wie die Bronzerüstung? Würde mich einfach mal so interessieren, wie eure Meinung ist. Na, hier ist auch nur Wasser. Ah, das ist das nächste Skelett. Ja, ich weiß noch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber am Anfang, wenn man im Bronze, ach, im Bronze, mein, sag ich schon, im Schwarzwald war, hatte man eigentlich echt wirklich immer Angst. Aber inzwischen seht ihr ja selber, ich renne hier einfach durch, als wäre es das Simpelste der Welt. Also man gewöhnt sich aber auch schnell ans Spiel. Ich meine, ich glaube, ich habe jetzt 40 Stunden Spielzeit. Da verliert man dann irgendwann doch die Angst vor den Gegnern. Zumindest mal, wenn man die Gegner schon kennt. Nicht wie mit meiner Begegnung mit der Seeschlange, die ich nämlich dann auf dem Ozean gefunden habe. Das war nämlich dann weniger witzig. Aber es sieht echt schlecht aus. Also ich weiß nicht, ob es ein Mythos langsam ist, aber bei jedem, den ich mal so zugeguckt habe beim Stream oder so, der hat den Händler irgendwo auf der Map gehabt, aber wir haben, glaube ich, hier echt gar kein Glück. Wenn ihr ihn gefunden habt, schreibt mir wirklich mal bitte in die Kommentare. Haben wir hier Sumpfland? Weiß noch nicht. Ich glaube ja. Weil Sumpfland habe ich nämlich auch noch keins gefunden. Schnee haben wir schon gefunden. Das sieht doch schwer aus wie Sumpfland. Ja, Sumpfland entdeckt. Und ihr wart live dabei, in Anführungszeichen. Schatz, hier ist das Sumpfland. Uralte Bäume werden wir nämlich auch noch brauchen. So, ich will aber jetzt nicht in Sumpfland. Ich will diesen dämlichen Händler jetzt finden. Aber was das denn? Will ich wissen, was das ist? Och, das ist ein Plopper. Weg. So viel zum Thema, ich habe keine Angst. Eieieiei. Es sieht echt schlecht aus. Also ohne Quatsch. Schreibt mir bitte mal wirklich in die Kommentare, wie habt ihr den Händler gefunden? Weil ihr seht ja, ich bin jetzt schon 5 Minuten mit euch zusammen hier am Erkunden. Habe zwar jetzt ein neues Gebiet gefunden, worüber ich natürlich auch happy bin. Aber das, was ich suche, immer noch nicht gefunden. Oder aber habe ich vielleicht doch nicht alles entdeckt bei mir. Weil gefühlt, ich finde ihn einfach nicht. Ich hole schon ein bisschen mit. Aber das mit dem Sumpfland ist natürlich schon nice. Dann wird es auch wieder neue Rezepte geben.
weiß schon mal direkt, wo ich unser nächstes Portal hinstelle. Ich glaube, Portale wird man am Ende einige haben. Es kann ja nicht sein, dass der hier nirgends zu finden ist. Blauer Spawn? Ach ne, das ist wieder der Plopper, ne? Ich gehe mal besser wieder hoch. Ja, das ist der Plopper. Oh Gott. So viel zum Thema. Ich habe keine Angst. Jetzt habe ich doch wieder Angst. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich so runtergerannt bin. Eieieiei. Ach, Händler, wo bist du? Ach, jetzt wird's lustig. Mein Buff ist auch weg. So, mache ich jetzt einen Feigling und sag, hiermit ist das Video zu Ende. So, den uralten haben wir jetzt auch wieder gefunden. Und da bin ich auch mal auf den Kampf gespannt, aber ich werde euch natürlich direkt zeigen, wenn wir den Kampf gemacht haben. Vielleicht machen wir ihn sogar heute noch, mal gucken. Ach, hier sieht es auch schlecht aus. Lass mal auf der Map gucken. Im Prinzip kann er doch jetzt nur noch hier in der Mitte sein, oder? Da. Ja, drei Rehe. Warum ist hier so blau? Seht ihr das? Warum ist denn da blau auf der Map? Und ich finde hier alles Mögliche, nur nicht das, was ich suche. Ich will halt unbedingt wissen, was der Händler wirklich alles so zu verkaufen hat. Ich weiß halt nur, man kann seine Rubine verkaufen und hast du nicht gesehen. Auch mal wieder eine Dungeon, ich glaube sie nicht. Die sind nämlich hier in dem neuen Gebiet in Anführungszeichen auch selten. Ach, da kloppen sich wieder die Skelette mit allem anderen. Immer wieder lustig, sich die Schaukämpfe anzugucken. Aber es sieht schlecht aus. So viel zum Thema. In jedem Schwarzwald findest du einen Händler. Haben wir nämlich hier die Ecke auch komplett. Gehen wir hier nochmal hoch. Eine Ausdauer, ey. Man könnte, also ich weiß, man könnte ein bisschen mehr Ausdauer könnte man schon haben. Gerade in so Bosskämpfen, ne, sind doch schon ein bisschen grenzwertig. Aber dafür gibt es ja auch die leckeren Getränke. Ah, komm schon. Hier ist nichts. Entweder haben sie bei mir auf der Map vergessen, Händler einzubauen oder keine Ahnung. So, was fehlt uns jetzt noch? Jetzt haben wir noch die eine Ecke da neben dem Uralten. Da gehe ich jetzt auch noch hin. Ich will unbedingt diese. Aber warum ist hier so blau? Nur wegen den Pflanzen? Ne. Und es gibt bestimmt welche, die sind einmal durch den Dunkelwald und haben natürlich direkt einen Spawnpunkt direkt vor der Nase gehabt. Gibt ja immer so kleine Glücksprinze. Na. Weil unser anderer Schwarzwald, der ist nämlich ziemlich verwinkelt. Da ist noch eine Klippe dazwischen. Ja, ja. Mach gut mal nicht so eine Dau. So, hier unten ist doch schon der Sumpfland. Alter, es kann doch nicht wahr sein. Na? Was hier? Sieht auch noch Sumpf aus. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr habt ja mit Sicherheit auch schon gesucht. Also wer jetzt noch dabei ist, erstmal danke für den Support, dass ihr euch das so lange antut. Aber es tut mir leid, ich finde ihn selber gefühlt nicht. Aber er muss doch irgendwann mal irgendwo sein, oder ist er wirklich nur einmal auf der Map? Weil wirklich was sagen kann keiner was anscheinend. Auch ich gehöre leider dazu. Ich wollte es jetzt einfach mal mitnehmen und wollte halt auch eure Erfahrungen wissen. Ja, ein bisschen verrannt. Ich glaube einfach, bei uns wurde er vergessen. Schatz, wir haben keinen Händler.
Ach, muss man suchen, Irgendwo oder? in der Ecke. Naja. In irgendeiner Ecke. Ich bin jetzt seit 10 Minuten hier in dem Wald am Oben. Und habe jetzt hier auch alles abgesucht, bis auf das bisschen Fleisch da jetzt noch. So, da ist nämlich der eine Spawner. So, dann geht es nämlich hier nur noch hoch und hier ist er nämlich auch nicht. Also ich bleibe dabei. Er ist nicht in jedem Schwarzwald zu finden. Sonst würde ich ihn ja jetzt finden. Ist noch mal ein anderer Spawner. Da ist der uralte. Bing, bing, bing. Da steht ein Troll einsam und verlassen rum. Wenn es noch mal auf der Map gucken. So, wir haben jetzt wirklich alles abgegrast. Hier ist das Sumpfland. So, das hier ist der komplette Schwarzwald. Nichts. Also irgendwie ist es verhext. Aber erstmal danke für alle, die dabei waren. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr ihn gefunden habt, wo ihr ihn gefunden habt, ob ihr ihn sogar zweimal gefunden habt bei euch auf der Map. Und in dem Sinne würde ich sagen, erstmal danke fürs Zuschauen. Natürlich wünsche ich euch mehr Glück als mir. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein, euch noch viel Spaß beim Zocken und vielleicht sieht man sich im nächsten Video. In dem Sinne, bis dann.